Am Dienstagabend wurden in der Helmholtzstraße in Zwickau drei Menschen bei einem Wohnungsbrand leicht verletzt. Im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war es in einer Küche aus noch nicht geklärter Ursache zum Brandausbruch gekommen. Ein Ehepaar und ihr neunjähriges Kind wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingewiesen. Weitere 8 Hausbewohner wurden evakuiert. Sie fanden bei Verwandten und einer AWO-Wohngruppe eine Bleibe für die Nacht. In der betroffenen Wohnung wurde das Küchenmöbel stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist bisher noch nicht beziffert. Die Berufsfeuerwehr Zwickau sowie die Freiwillige Feuerwehr Oberhohndorf kamen zum Einsatz.